Ich habe heute nur eine Frage. Ich glaube, du sprachst von Erwartungen und ich fühle, dass ich manchmal dazu neige, in der Gesellschaft zu einbeziehend zu sein. Oh, was ist das zu einbeziehend? Ich werde überanhänglich zu den Menschen um mich und... Nein, nein, das ist keine Einbeziehung, das ist Ausschließen sein. Sieh, wenn ich mich in dieser ganzen Menge nur an dich binde, ist das Ausschließen oder Einbeziehen sein? Ausschließen, Sadhguru. Ja. Gib keine falschen Bezeichnungen. Du benennst Ausschließung als Einbeziehung, das gibt Ärger. Ich möchte nur wissen... Wie stelle ich sicher, dass ich die Erwartungen, die ich von den Menschen habe, loswerde und was auch immer ihre Meinungen über mich sind, mir nicht zu Kopf steigen lasse? Es gibt zwei Öffnungen, die Dinge in deinen Kopf lassen, diese beiden. Wir können Isha-Ohrstöpsel herstellen, wenn du willst. Ich wusste nicht, dass es dafür Nachfrage gibt. Unsere Handwerksabteilung kann Isha-Ohrstöpsel herstellen. Ganz biologisch. Aus Baumwolle, aus Holz. Oder einfach Erdnüsse, zwei Erdnüsse. Ohrstöpsel mit hohem Proteingehalt können wir bewerben. Nun... Das, was du als Anhänglichkeit bezeichnest, ist eine natürliche Folge der Ausschließung. In dem Moment, in dem du dich für das eine oder das andere entscheidest, ist es ganz natürlich, sich darin zu verfangen. Schau, wir haben das heute schon durchgemacht. Wir akzeptieren beides, Abfall und Frucht. Aber wenn es ums Essen geht, wählen wir die Frucht. Dies ist eine Entscheidung, die wir treffen. Wenn es um körperliche Aktivität geht, wählen wir. Aber wenn wir nur hier sitzen, wo besteht dann die Notwendigkeit zu wählen? Für eine bestimmte Tätigkeit werden Entscheidungen getroffen. Aber für den Rest des Lebens besteht keine Notwendigkeit, für jeden Moment deines Lebens Entscheidungen zu treffen. Einbeziehung bedeutet das. Einbeziehung bedeutet nicht, dass du dein Urteilsvermögen verloren hast. Du hast ein Urteilsvermögen. Dein Urteilsvermögen ist nur für die Durchführung von Handlungen nützlich, nicht um hier zu sein. Um hier zu sein, brauchst du in keiner Weise urteilen zu sein, um zu leben. Wenn du unterscheidest, wird es nicht funktionieren. Aber um zu handeln, brauchst du Unterscheidung, sonst kannst du nicht vernünftig handeln. Also das Problem der Anhänglichkeit oder die übertriebene Anhänglichkeit an jemand wird natürlich zu einer weiteren Folge führen, nämlich zu einer tiefen Abneigung gegen viele andere. Schau, um deine sogenannte Liebe mit einer Person in Balance zu halten, wirst du eine tiefe Abneigung gegen eine ganze Menge Leute haben müssen. Du kannst sie nicht ausstehen. Bitte schau genau hin und sieh, das ist, wie es funktioniert. Vielleicht diese Menschen, gegen die du eine Abneigung hast, vielleicht bemerkst du es gar nicht. Es sei denn, sie sind tatsächlich um dich herum. Du hast eine Abneigung, aber weil sie nie in deine Nähe kamen, fühlt man es nicht. Aber wenn sie einmal hierher kommen, wirst du es spüren, denn diese Balance findet immer statt. Nun, zu deinen Erwartungen an die Menschen. Hier geht es nicht nur um Menschen, da ist alles dabei. Was ist die Quelle allen menschlichen Elends auf dem Planeten? Das Leben verläuft nicht so, wie ich will, wie ich denke, dass es ablaufen sollte. Gibt es eine andere Ursache, frage ich? Das Leben verläuft nicht so, wie ich denke, dass es verlaufen sollte. Das ist die einzige Quelle des Elends im menschlichen Leben, nicht wahr? Tell me, is it easier to change your thinking or the world? Sag mir, ist es leichter, dein Denken oder die Welt zu verändern? Dein Denken zu verändern ist sehr einfach, nicht wahr? Und erst einmal, wenn das, was du denkst, so wichtig ist für dich, hast du diese Fähigkeit des Denkens unter deine Kontrolle gebracht? Nein, du befindest dich in einem Zustand geistigen Durchfalls. Wenn alles, was in deinen Gedanken geschieht, in deinem Leben wahr wird, bist du am Ende. Glücklicherweise werden sie nicht wahr. Mein Segen ist, dass sich deine Träume nicht erfüllen.
Because the way you are dreaming, if all of it happens, you're finished. Denn so wie du träumst, wenn das alles passiert, bist du am Ende. Weil deine Erwartungen von einem sehr begrenzten Bild des Lebens ausgehen. Wenn du willst, dass dein Leben auf maximale Weise Ertrag abwirft, auch im materiellen Leben sage ich, auf maximale Weise, ich spreche nicht von irgendeiner spirituellen Dimension, nur in deinem materiellen Leben, wenn du in dieser Welt maximal profitieren willst, keine Erwartungen. Kennst du die Shunya-Meditation? Keine Erwartungen. Keine Erwartung bedeutet nicht, dass du keine Orientierung hast. Es ist nur so, dass du nicht... Du berechnest nicht jeden Moment, oh, ich habe nicht bekommen, was ich will, ich habe nicht bekommen, was ich will, ist nicht passiert. Nein. Es ist nur so, dass wir uns in diese Richtung bewegen wollen. Wie weit du gehen wirst, wird davon abhängen, wie viel Sprit du hast, nicht wahr? Und wenn du Erwartungen hast, verschwendest du all deinen Sprit, indem du einfach den Motor hochdrehst, die ganze Zeit. Und du wirst nicht weit kommen. Diese ganze Erwartung, die dich überholt hat, ist dir widerfahren, weil schon seit deiner Kindheit, im Alter von 3 Jahren, Menschen fragen, sag mir, was willst du mal werden? Wirst du Arzt werden? Wirst du IT-Ingenieur werden? Irgendein Müll. Im Alter von 3, die Erwartungen, die Eltern an ihre Kinder haben, sind meistens so unrealistisch und dumm, dass es weder für sie noch für die Kinder gut ist. Und viele, schon von klein auf, pflegst du denselben Trend. Lass uns so viel mit dem Leben machen. Schau, all diese Probleme gibt es, weil Glück eine Sache von morgen ist. Verstehst du? Warum dich deine Erfahrungen so fest im Griff haben, ist, Glück ist ein Ding von morgen. Niemals ein Ding von heute. Denn nur wenn dies, dies und dies geschieht, werde ich glücklich sein. Jetzt, da du immer jämmerlicher wirst, da dies, dies und dies sich von Tag zu Tag immer weiter entfernt, anstatt näher zu kommen, wenn es sich entfernt, da du immer jämmerlicher wirst, wird die Kraft der Erwartung immer stärker und stärker. Nehmen wir jetzt mal an, du bist wirklich glückselig, aber du willst, dass dies geschieht. Wir jagten es, morgen ist es nicht näher, sondern weiter weg. Es wird kein großes Leid verursachen, das wird es nicht. Es wird kein Leid verursachen, weil du freudig bist. Also ohne dies in Ordnung zu bringen, versuchst du Dinge in der Welt zu tun. Vor langer Zeit scheint Krishna gesagt zu haben, Yogastha Kuru Karmani, das bedeutet, erst etabliere dich im Yoga, dann handle. Aber nun, du hast deine Tätigkeit in einem Durcheinander begonnen, also kommst du zum Yoga. Also versuchen wir, das zu ändern. Du bist noch ein junger Mensch, also machst du so viel. Vergiss, was du in der Welt willst. Von dir selbst, von den Menschen, von der Welt, was du willst, lass es fallen. Zuerst etabliere dies. Das, was in dir vorgeht, von dir bestimmt wird, von niemandem sonst außer dir. Tu nur diese eine Sache. Natürlicherweise wirst du dich dafür entscheiden, freudig zu sein. Wenn du sehr freudig bist, immer noch sind 10.000 Dinge nicht passiert in meinem Leben. Na und? Mit freudigem Tatendrang werde ich ihnen nachgehen. Und die Chancen, diese Erwartungen zu erfüllen, sind weitaus besser. Wenn sie nicht eintreten, wen zum Teufel kümmert es dann noch? Denn meine Erfahrung, hier zu sein, ist wunderbar, egal auf welche Weise. Ohne das Grundlegende zu reparieren, versuchen wir wegzulaufen. Wir haben das nicht in den Griff bekommen, aber wir versuchen, das irgendwo hinzubringen. Das gibt Ärger. Wenn du dein Auto fahren willst, musst du zuerst sehen, dass es ordentlich montiert ist. 2 Räder sind locker. Es ist auf dem Hebel. Jetzt versuchst du zu fahren. Du weißt, es wird eine Katastrophe werden. Du bist noch ein junger Mensch. Es ist nicht notwendig, dass in deinem Leben jetzt irgendwas passiert. Dies ist eine Zeit, um dich zu festigen. Dies ist nicht die Zeit, um zu fahren. Wenn du fährst, bevor du die Räder montierst, wird es schmerzhaft und katastrophal sein. Tu dir das nicht an.